Die fliegen weg. Schnell renn hin. Oh. Jo Leute, was geht ab? Wir spielen wieder DayZ. Diesmal aber kein Channel, sondern wir sind auf einer neuen Map. Welche sage ich euch noch nicht? Ah, scheiße, kann ich das? Nein, ich kann den links nicht ausblenden. Rechts diesen Debug-Monitor. Aber wir sehen schon, wir sind in einem Gebäude gefangen. Sind wir das? Sind wir das? Sind wir das? Wir machen mal auf. Und? Na, hallo Manu-Keks. Hallo. Give money to Shanti. Ihr seht schon ganz viele neue Scripts, das Geld-Script, neue Gebäude, alles mögliche. Aber ihr kennt ja schon die Map. Ich werde noch nichts sagen. Ich werde noch nichts sagen. Und diese Gebäude hier, die ihr seht, die sind hier nicht standardmäßig. Falls ihr das noch nicht erraten habt, wir sind auf Taviana, auf einem extrem, also wirklich extremst modifizierten Server. Und ja, hier haben wir, was haben wir denn hier so alles? Wir haben hier alles mögliche. Den Safe habe ich schon versucht aufzumachen. Ich bin hier leider gespawnt. Das ist doch unser Safe, also mal ehrlich. Also ja, das ist unsere Base. Also wir sind hier nicht gerade gespawnt, sondern nein. Wir spielen hier schon endlange, wir haben hier eine Base aufgebaut. Die Türen waren, okay, wir haben das Passwort von der Tür vergessen, haben, mussten uns mit Äxten durchbeißen. Und hier zum Beispiel von der Garagentür haben wir auch das Passwort vergessen, mussten wir einfach eine Seitentür ein bisschen, ja, in Klammern aufbrechen. Nein, Spaß beiseite. Wir sind hier in eine kleine Base eingebrochen. Hier gibt es alles Mögliche. Die ist auch schon, ja, mehr oder weniger am Despawn, wie man sieht. Da hängt wieder was in der Luft. Auf dem Server kann man so vieles machen. Hier zum Beispiel ein Beispiel, das ist der Generator, den man kennt. Und da gibt es wieder Light Options ohne Ende. Es gibt, ich glaube, knapp 600 Gebäude, die man hier bauen kann. Das ist man aus Channel gar nicht gewöhnt. Das funktioniert jetzt ganz anders. Wir werden euch versuchen, in dieser Folge mal die ganzen einzelnen Scripts zu erzählen. Also es gibt so vieles. Das Geilste ist immer noch die Slot-Maschine, die wir gleich vorstellen werden. Aber hier kommen wir zu den wesentlichen Sachen. Wir haben eine Toolbox, die gar nicht mehr verschwindet, wenn man ein Bike macht, sondern man startet sogar mit einem Scrap Metal. Wenn man ein Bike machen möchte, dann verschwindet dieses Scrap Metal. Wir können hier ins Construction Menü und hier haben wir dann die ganzen Sachen, die man bauen kann. Guckt euch das an, wie viel da sind. Man kann sogar, ich glaube, M2 Geschütze bei Händlern kaufen, also stationäre, die man dann mit Sandbags irgendwo hinstellen kann. Das ist einfach richtig krass, was man machen kann. So, was haben wir hier? Large Trees. Man kann sogar Bäume bauen, ja? Man kann alle möglichen Bäume bauen. Es kostet dann Gold. Hier zum Beispiel ein Baum kostet Item Goldbar 10 OZ. Der Nachteil ist allerdings, man sieht nicht, wie die Bäume aussieht. Also ich weiß es nicht, ob es da eine Wiki zu gibt. Gibt es bestimmt. Was man hier bauen kann, wir gehen jetzt zum Beispiel mal Chairs. Also man kann, auf dem Server ist es nicht so, dass man nur die Epoch-Texturen bauen kann, sondern man kann alle Arma 2 Texturen, glaube ich, einbauen, die man möchte, außer ein paar OP, die wurden natürlich entfernt, aber dann steht da, was man dazu mal braucht, Knife, Hatchet, Toolbox, man kann eine Map, wie gesagt, also hier kann man Chairs von Office B, man weiß natürlich nicht, wie das aussieht, aber, oder obwohl, es gibt einen Preview-Button, funktioniert der? Der funktioniert sogar. Der funktioniert ja, man kann sogar hier Camera Up, Camera Down machen, also das ist ja mal cool. Spin funktioniert nicht, Zoom In, Zoom Plus. Das ist echt cool. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Und dann kann man den Stuhl kaufen, der wird jetzt 10 OZ kosten. Ist natürlich ein bisschen viel an Geld, also so 10 Gold müsste das ja sein für einen einzigen Stuhl. Aber wie man sieht, man kann sich eine ganze Stadt zusammenbauen. Das heißt, wenn man mit der Community zum Beispiel spielen wollen würde und könnte und man sich sicher sein sollte, dass es funktioniert, könnte man hingehen, einfach in einem Livestream einfach eine ganze Stadt aufbauen, was uns sehr viel Gold kosten würde. Hier haben die irgendwas gebaut, da sieht man. Man kann auch diese Helikopterfelder hier bauen. Wir haben hier auch so zwei Stück davon hingesetzt, die Gebäude, diese Garagen, die man. Also man kann die anscheinend Access Virtual Garage machen, Store Vehicle, Retrieve Vehicle. Ah, man kann anscheinend in den Garagen sogar Fahrzeuge abspeichern, dass die nicht auf der Map überall sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann Close Gate, Open Gate kann man auch normal einfach hinstellen. Es gibt echt krasse Sachen. Hier ist nochmal so eine Garage. Mucka, ich hab dir mal einen GPS in den Rucksack gepackt. Guck da mal rein. Okay. Kannst du auch noch ein paar Optionen zum Erzählen? Genau. GPS ist eine Sache. Ihr kennt das vom letzten Server, auf dem wir gespielt haben. Toggle Friends kann man anmachen. Toggle Friends, okay. So. Sag mal Friends an. Ist noch nicht angezeigt. Warte. Ah, Show Friends Off steht da. Moment.
Toggle Friends on. Und das müsste auch Self Map False. Nein, wir möchten anhaben. Okay, true. So, jetzt sieht man den Namen. Der ist jetzt nicht mehr weiß, sondern ist leicht grün über dem Namen. Da sieht man jetzt, Shandy ist da. Lecker Mom. Okay, dass man seinen eigenen Namen sieht, ist ein bisschen blöd. Das kann ich ja wegmachen, ne? Oder? Ne, ich kann, glaube ich, meinen eigenen Namen nicht wegmachen. Egal. Macht nichts. Dann lass mal den an. Aber auf der Map sieht man das dann auch, ne? Oder nicht? Ich sehe es gerade nicht. Hier irgendwo müssten wir sein. Ach doch, da. Self-Map-Marker-True. Da sind wir. Ich sehe jetzt leider nicht mein Team. Aber ich glaube, die normalen Teammates, die siehst du überall durch, ne? Das heißt also, die siehst du überall auf der Map, wenn du ein GPS hast und das einstellen kannst. Das heißt also, GPS macht hier wieder Sinn. Dazu kommt auch, ihr kennt das vom anderen Server, sobald man stirbt, muss man sich immer neu einladen. Hier ist das nicht. Wenn man sich einmal zur Friendlist hinzugefügt hat, bleibt das auch. Egal, ob ihr jetzt disconnected, ob der Server down geht, ob ihr am nächsten Tag weiterspielt, ihr bleibt mit den Leuten in der Friendlist, auch wenn ihr sterbt zum Beispiel. Hier sieht das jetzt to open gate, also die Gates sehen hier auch ein bisschen anders aus. Das hier müsste ein Gate sein, das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Da sind so zwei Schilder und da kann man dann Enter Key Code 0000 zum Beispiel. Sieht sogar ganz cool aus. Öffnet jetzt das Gate nicht anscheinend. Access denied. Wrong code has was entered, ja. Hier mal die Türen kaputt gemacht. Diese Lichter sind cool, diese Lampen, die kennt man ja aus Epoch, die waren ganz am Anfang schon dabei. Die kann man, glaube ich, durch diesen Generator steuern, den wir eben gesehen haben. Da gehen wir auch nochmal hin. Hier müsste der sein, genau, den baut man hin. Dann kann man den maintain. Light Options, wie der genau funktioniert, werden wir noch testen. Also wir werden versuchen, eine eigene Base zu bauen. Jetzt haben wir Barrel Lights on, off. Also hier kann man einiges machen. Tower Lights on, Tower Lights off. Wir machen mal alles auf an. Und ich glaube, der ist noch aus. Ich glaube, der ist noch aus, weil sonst wird der extreme Geräusche machen. Wir werden auf jeden Fall weitergehen und euch noch die anderen Features sagen. Ich werde dir mal ganz schnell vorlesen, was dieser Server alles zu bieten hat. Indestructible Second Tier Bases. Das bedeutet also, Die Tier 2 Basen müssen die Steinbasen sein, ne? Dass die nicht zerstörbar sind. Also davon gehe ich mal aus. Man muss die aber alle 18 Tage spätestens einmal maintain. Right-Click Toolbox von Construction Menu. Es gibt 44 Kategorien und 523 Objekte. Es gibt ein Banksystem, das bedeutet diese Goldcoins. Das ist mal so eine Sache, okay, ich finde das besser als 100.000 Goldbahnen in der Tasche zu haben oder Briefcases, aber ich muss dazu sagen, finde ich auch ein bisschen nachteilig, weil, ja, das wird alles in der Bank in den Safe Zones gespeichert. Also je nachdem, wie groß das ist, haben wir noch nicht getestet, wie viel Gold da drauf passt. Wir sind ziemlich neu hier auf dem Server. Werden wir aber testen. Ich denke, so ab 100.000 Gold oder so kann man da nichts mehr draufpacken. Das heißt, dann werden die Leute auch so mit 50.000 Gold vielleicht mit Glück durch die Gegend laufen. Das heißt, wenn man jemanden tötet, dann nimmt man sein Gold weg. Das ist ganz cool. Safe Zone Trade Cities plus Anti-Heft gibt es da. Also es gibt Trader Cities, wie sonst auch immer, die geschützt sind. Map Vehicles get deleted, Trunk is empty every every 2 days, also jede 2 Tage werden die ganzen Vehicles deleted, die zum Beispiel für Missionen oder so spawnen und nicht benutzt werden. Das ist natürlich gegen die Desyncs gut. Der Server läuft auch sehr desyncfrei. Ihr seht rechts oben trotz Aufnahme 48 FPS auf Taviana ist awesome. Was haben wir denn noch? Tower Lift Vehicles, also die ganzen normalen Standard-Scripts, stay close und man kann die Kleidung. Da vorne sind 2 Spieler. Da vorne sind 2 Spiele. Ich hoffe, unsere 2. Das sind unsere 2. Wie kannst du einnehmen? Hallo! Da ist nebenbei der Perrin, der Luca. Hallo! Hallo! Lukas hat verschissen, das ins Auto eingestiegen. Ich hab dir auch schon eine Freundschaftsanfrage geschickt. Jo. Ach, man muss das immer einzeln machen. Okay, ja. Ich dachte, es gibt so eine Gruppe. Nee, muss die Leute immer einzeln annehmen. So, accept. Und Luca muss das dann auch. Ich lass Wie heißt denn du? Ich heiße Lecker. Matt, nom 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 nom. Dann haben wir noch ein Self-Bloodbag-Script, dann haben wir Paint-Vehicles, das heißt also, die Fahrzeuge kann man wieder anmalen, wie bei den anderen Mods auch. Wir haben Elevators, was das ist, weiß ich leider nicht. Weiß das eine von euch? Fahrstühle. Aufzüge für Autos und weiteres. Kannst du Autos draufstellen, dann oben quasi in eine Garage in die Luft machen. Ey, da startet gerade ein Heli links. Die Mi startet, die Mi.
Okay, ganz schnell. Fahr die um, fahr die einfach um. Fahr die um. Oder schieß die ab, schieß die ab, schieß die ab. Lass mich raus, lass mich raus. Jojo, fahr die um, fahr die um. Und die anderen schießen ab. Nein. Irgendjemand wurde gekillt. Bei Würmchen. Jo, der stürzt ab, der stürzt ab. Der nein. Doch, der ist zu träge, der stürzt ab. Oh nein, der hat's geschafft, der hat's geschafft. Oh, nein. Schade. Nein. Alter Schwede. Aber ist da nicht jemand rausgefallen? Ja, ja, wartet. Einer ist hier getötet. Der hat einen Large Gunbag, glaube ich mir gleich mal. Und da kann ich euch gleich schon mal diese Goldoption zeigen. Hier mal, Tape 93 Goldcoins. Die waren hier übrigens auch irgendwas am Bauen oder so. Ich habe nämlich eben ein Geräusch gehört, wo du am Erzählen warst. Aber ich wollte nichts gesagt haben. Okay. Ein Engine Part hatte der. Ich nehme mal alles mit, was er hat. Scrap Metal. Key hatte der dabei. Oh, das könnte der Helikopter Key haben. Sein. Wir nehmen mal einfach alles mit, was wir finden. Bei dem. Wir looten ihn komplett leer. Das brauchen wir nicht so. Hehehehe. Zombie. Immer locker bleiben. Ihr seht, die Zombies, die fallen instant um. Das ist nicht so vergleichbar mit anderen Servern. So, was haben wir denn jetzt? Im Large Gun Bag hatten wir ein bisschen Zombie-Parts, MRE, sowas. Also man könnte anscheinend auch Cut-Zombies machen. Ja, Cut-Zombie. Das Fleisch kann man natürlich starten. Oder? Ah ne, okay, der ist im Bogen geflogen. Ja, der wird wahrscheinlich sein Mate abholen. Lass uns mal eben suchen, ob die irgendwas finden. In der Zeit gehe ich mal weiter durch. Also die Elevators, das bedeutet, man kann also dann Garagen auf Gebäuden in der Luft machen und das wird dann... Also Elevator ist ja klar, Aufzüge, ich wusste halt nur nicht, was damit gemeint ist. Hinter uns war noch einer. Ja, das ist Mano. Ach, Mano? Sorry. Hab mal kurz geguckt, ob hier irgendein Safe-Raum steht oder so. So, Luke haben wir auch angenommen. Im Auto ist auch eine Waffe. Jo. Right-click GPS to toggle Friends on Map Option. Das bedeutet also, man kann die Friends halt auf der Map anzeigen. Haben wir jetzt hier angezeigt. Also eine Live-Map, das ist ganz cool, wenn man zusammenspielt, weil hier gibt es keinen ausgewählten Spawn, sondern das Random-Spawn. Luca, kannst du dich bitte muten? Hier gibt es einen Random-Spawn, das heißt also, ihr könnt überall auf der Map spawnen. Und sobald ihr ein GPS habt, wisst ihr 1:1, wo deine Mates sind. Ich sag dir gleich Bescheid. Smoke Granite ist super geil. Das ist nämlich jetzt nicht nur eine Smoke, sondern das Tiergas. Also da sind... ja, wie sagt man, diese Tränengasgranaten. Wie genau der Effekt aussieht, werden wir definitiv testen. Also ich werde da dem Perry die ein oder andere von vor den Füßen werfen. Yay! Man kann Nitro installieren. Dafür benötigt eine Jerrycan und einmal Red Bull. Warte, halt mal an. Ich glaube, ich habe da sogar. Da müssen wir mal anhalten. Habt ihr einen Red Bull zufällig? Ich habe einen Red Bull, ja. Okay, dann können wir das mal machen. Dann nehme ich das mal und versuche das mal. Da steht auf jeden Fall Nitro. Also ich bin jetzt im Ladescreen. Oder ich habe den Ladescreen hier vom Server neben mir. Deswegen sehe ich ja die ganzen Namen. So, Install NOS Boost. Barry, darf ich das nochmal testen? Ist übrigens auch ein Skin im Auto. Ja klar, das. Ich gebe Bexy. Probier Bäume zu meiden. Dann gibt es noch Neon Lightcast between 20 und 4 Uhr. Also zwischen 20 und 4 Uhr morgens. Gibt es Neon Lightcast? Lecker Nitro Boost is only available until Service Restart. Warning. Okay, und wie funktioniert das jetzt? Ah, mit E wahrscheinlich, oder? Ich teste mal. Ich suche mir mal hier erstmal eine lange Strecke. Warte doch, bis wir auf der Straße vorne sind. Ja, im Übergang eine längere Strecke. Wo muss ich hin? Könnt ihr mich lotsen? Oder warte? Norden. Rechts. Geradeaus, ein bisschen rechts. Ich überleg, welche Taste da sein könnte. Versuch gleich mal Leertaste. Okay, bisher merke ich nichts. Vielleicht fahren wir allgemein schneller. Werden wir gleich mal testen. Uiuiui. Bisher habe ich einige Tasten ausprobiert, habe aber noch nichts gefunden. Das gleich haut uns voll gegen die Bäume. Hier müsste das ja gehen. Wie schnell fährt der normal? 60 km/h, ne? Nitro on. Nitro off. Okay, jetzt haben wir Nitro on. Wir fahren 4 km/h schneller. Jetzt Nitro off. Müssen wir gleich mal testen. Ja, wenn wir jetzt vorne hier rechts vor uns ist die Straße. Genau. Okay. Wir machen mal Nitro on. Left shift to get fast. Space for brakes. Okay. Das Problem ist, auf Left Shift habe ich was anderes gebeinet. Wir testen dabei einfach mal. Oh.
Wir fahren 120, also ich sehe irgendwie keinen Unterschied. Vielleicht kannst du hier Perios testen, Moment. Kannst mit Mausstart das aktivieren. Und dann steht da unten. Jo, Alter! Wow! Was war das denn? Geht das nochmal? So, das war's. Bekommen wir da einen kleinen Schub oder wie ist das? Warte mal, normal. 64? Oh ja, ja, ja. Hier kam halt schneller auf, ne? Ja, genau. Hier. Aber du hast gerade so ein Fsch gemacht, das war eben bei mir. Ja, weil ich Nitro off-on gemacht. Jetzt ist es wieder off und jetzt. Okay, komisch, bei mir kam das Geräusch eben nicht. Naja, sonst haben wir noch. Also das werden wir definitiv nochmal testen. Vielleicht ist das mit anderen Autos besser zu testen als mit einem SUV, weil das SUV ist ja sowieso schon mit das schnellste Fahrzeug, was es eigentlich gibt. Was haben wir sonst noch so für Scripts? Wir haben Construction Menü für Special Buildings, wir haben Toggable Crates, Roofs, nee, Gates and Roof, can be removed, controlled, okay, also mit Item Radio kann man noch was anfangen, da kann man Gates and Roofs, also Tore und ja, kannst du damit von aus der Entfernung aufmachen, denke ich mal. Ja, würde ich auch jetzt so sagen, obwohl ich mir das nicht kompliziert vorstelle. Aber cool zu wissen, virtuelle Garagen, das heißt also, es ist wie bei Arma 3, man kann Vehicle storen, ich schätze mal auch ein, zwei Autos pro gebaute Garage, weil die sind bestimmt extrem teuer. Und das haben wir ja eben schon mal gesehen. Dog Spawner, man kann build a doghouse and level up your own dog. Also man kann irgendwie einen eigenen Hund bauen oder ein Hundehaus und dort kann man einen eigenen Hund, ja, in Klammern bauen, spawnen und leveln. Was das heißt, weiß ich nicht, ob der irgendwann mal vielleicht ein Perry beißt. Wäre cool. was haben wir noch? Ich hoffe nicht. Friendlies are protected from attacks. Ach, das ist cool. Wenn wir. Zeig mal, das möchte ich mal testen. Steig mal aus. Perry halt mal annehmen. Steig mal aus eben. Oh, Freiwilliger. Luca muss. Lukas muss. Ja, ich mach. Bleib mal stehen. Gestern schon gelitten. Ja, das ist echt so. Sicher, dass du daneben geschossen hast? Nee, ich hab ihn nicht geschossen. Das ist gut, das ist auf jeden Fall Perry-proofed. Das heißt, im Stream kann der Perry keinen Teamkill mehr machen. Der kann nur noch mit Autos überall gegenfahren. Was haben wir noch? CCTV-System, build your own security system for your base. CCTV-System, wüsste ich jetzt nicht, was das damit gemeint ist. Aber werden wir bestimmt auch noch rausfinden. Hier haben wir eine mega fette Base. Uiuiui. Wieder so eine Camper-Base. So typisch, baut jeder, aber. Da ist so ein Hund. Das ist bestimmt aus der Base gebaut. Yo, die haben sogar das so mit diesen. Also, wie gesagt, Bagger, man kann alles Mögliche bauen. Man kann bauen, was man will. Hier. Wer hat seinen Hund gepfiffen? Hat er gerade das auch gehört? Ja, da hat einer seinen Hund gepfiffen. Da ist eigentlich jemand drin. Das ist ja komisch. Der Hund war auf der anderen Seite. Sollen wir den töten? Lass uns mal den Hund töten. Ja, das haben die von hier, diese Camperbasen. Oh, da ist ein Botnik sogar. Aber der ist wahrscheinlich zu. Freunde können dieses Verteidigungssystem benutzen. Ja, Bäppchen. Ja, kann man ihn schneiden. Zerschneidet ihn! Cut Animal. Da ist jemand drin! Da rennt einer rum. Ja, das war der gepfiffen hat. Da hat er seinen Hund aber nicht gut gelevelt, du. Ich hoffe, dass er jetzt vorne nicht rauskommt. I killed your dog. Zombie Shield. Kills all Zombies in 60 Meter when active. Okay. Es gibt ein Zombie-Schild. Bedeutet also, tötet alle Zombies in 60 Meter when active. Ah, das ist wahrscheinlich für die Base.
Das heißt also, wenn man eine Base baut, kann man, so interpretiere ich das einfach mal, kann man ein Zombie-Schild bauen und das tötet und verhindert jeglichen Zombie-Spawn innerhalb von 60 Metern. Ich schätze einfach mal, das soll das bedeuten. Und dann kommt noch der Power Generator to control light and barrels. Das ist das, was wir auch eben gesehen haben. Das heißt also, man kann Lichter kontrollieren, einzeln. Dann gibt es Events auf dem Server. Da gibt es einmal so ein Crate-Event. Werden wir sehen, das sind die ganz normalen Missionen wahrscheinlich. Dann gibt es ein Side-Mission with Bots oder einige Side-Missions with Bots. Werden wir auch sehen. Und es gibt eine Lotteriemaschine, jede 6 Stunden. Was das ist, wissen wir noch nicht. Beziehungsweise ich weiß es nicht, die anderen wissen das. Und da werden wir jetzt hinfahren und das mal testen. Genau. Gibt es in Liepestock die Slot-Maschine? Gibt sehr viele Regeln, falls ihr vorhabt, mit auf diesem Server zu spielen. Wir werden euch nicht die IP geben, weil das sonst jeder jedes Mal fragen wird. Findet einfach raus, ihr habt oft genug den Ladescreen. Ihr seht auch normalerweise rechts oder links unten steht sogar der Name vom Server. Also jeder 6 Jahre aufwärts fähige, ja, sag ich mal, Mensch, der nachdenken kann, wird den Server finden. Einfacher geht's wirklich nicht. Deswegen Leute, wenn ihr Bock habt mitzuzocken oder gegen uns zu zocken, ihr kennt den Server. Seid natürlich herzlich eingeladen. Wir werden wahrscheinlich auch auf dem Server öfter streamen. Vor allem, wenn die Base erstmal steht, wird das richtig pornös. Und jetzt geht's ab nach Liepestock. Marlboro. Guck mal, ob du den Key hast. Wir hatten mal den Key mitgenommen gehabt. Die fliegen weg. Schnell renn hin. Oh. Guck mal, ob du die locken kannst. Der Vehicle ist locked. Oh. Wer ist ein Würstchen? Hallo? Lass mich mal mit dem unterhalten. Ja, ist ja schön. Hey, Kollege. Hey, man. Motherfucker. Are you up here? Wen haben wir getötet? Den hier, ne? Ja. Yeah. Ibo. Yeah. Ibo, wie geht es dir? Erzähl mal, Ibo. Du hast deinen Fallschirm nicht gezogen. Du bist. Du bist einfach auf dem Boden aufgeklatscht. Wie ein Ei. Du bist zerschellt. Frag ihm, ob er den Schlüssel zurückkaufen will. Guck mal, siehst du diese Waffe? Die hat mal dir gehört. Und diese Tasche. Und den Schlüssel. Alles hat mal dir gehört. Wie bitte? Ja, hallo, check doch mal. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Du hörst dich so aggressiv an. Du hörst dich so aggressiv an. Versuch dich zu entspannen. Versuch dich zu entspannen. Du hattest einen harten Sturzflug hinter dir. Ja, check mal kurz meine Sachen, ich hab keinen Bock drauf. Der erwartet echt, dass er seine Sachen wiederbekommt. So einfach für lau bekommst du die nicht. Du musst schon was machen dafür. Ihr wisst eh nicht, wo der SUV steht. Ihr wisst eh nicht, wo der SUV steht. Guck mal, das ist schon mal ein SUV. Und ihr habt den Schlüssel für den SUV nicht und ihr habt den Schlüssel für den SUV nicht. Und ihr werdet bald sterben und ihr werdet bald sterben. Alter, wo bin ich hier gelandet? Leere Drohung bekommen wir immer gemacht, leere Drohung bekommen wir immer gemacht. Sag mal, wie du heißt, dass ich dich muten kann in-game. Shanti. Shanti. Wollen wir Shanti? Ich geb dir schon mal 10.000 Coins, ne? Jo. Wie heißen die anderen beiden? Würmchen? Würmchen. Und ist nicht Luca oder irgend sowas? Nee, wer ist dieser Luca? Genau. So, meine Mädels. Wir müssen weiter, ne? Ich pass auf... Also, keine Angst, dein Gier, das bleibt bei mir. Ich pass drauf auf. Halt einfach dein Maul und geh sterben. Nee, nee. Das zweite eher weniger. Aber vielleicht stirbt ja der Ibu nochmal. Der macht das so gut. Der hat einen guten Flug, also der hat eine gute Pose im Flug eingehalten, das muss man schon sagen. Ich hätte eine 9 von 10 gegeben. Ja,
Aber euch noch einen angenehmen Flug, ja, und, ne, ihr wisst Bescheid. Nächstes Mal ein bisschen schneller hochziehen, das wäre knapp gewesen mit dem See. Das war ganz schön knapp. Ich bin gut geflogen, habt ihr gesehen, ich lebe noch. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Und ich lebe noch und ich bin nicht tot von euch. Ja, das ist gut, das ist gut. Du spielst auch besser als der Ibo, muss man dazu sagen. Ja, du hättest dich ja ducken können. Heli mit mir saß, das ist der da hinten, der West. Warum ist er so ruhig? Wer ist denn von euch gestorben? Wir haben ja zwei umgebracht. Einer war davor, der ist aus dem Heli ejected. Den haben wir umgefahren, den einen. Der ist gestorben, den hab ich gerade gegessen. Den West haben wir wirklich rausgeschossen. Traurig. Und ich weiß, oh, naja. Das Leben geht weiter. Wirst du es überleben? Wir fahren jetzt auch weiter. Wir wünschen euch auch noch viel Glück, viel Spaß, ne? Und. Wie bitte? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, ja. Küsschen links, Küsschen rechts. Wir sehen uns dann, tschüss! So, okay, hier ist die Slot Machine. Wo? Müssen wir da hinfahren oder kann ich hier schon spielen? Ist hier. Ach, ist hier. Ach, komm mal hier. Leute, hier gibt's auch eine Slot Machine. Der ein oder andere hat's vielleicht gesehen in Borderlands. Gibt es da so Leute, die sind spielsüchtig? Ich kenne da keinen, der die ganze Zeit Kisten öffnen würde in CSGO oder so. Und hier kostet das 5000 Gold. Der Perry hat uns eben 10.000 zugeschoben. Was man gewinnen kann, ist, glaube ich, bis zu 250.000. Wir versuchen das einfach mal jetzt. Ding, 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 ding. Was bekommen wir raus? Ich muss nichts drücken, oder? Nee, nee. Ach, da sieht man die Gewinne. Also nur Money. Wir haben wir was wiederbekommen? Wo sehe ich mein Gold? Ne, ich habe nur 5000 verloren. Oh, das war jetzt aber nicht gut. Egal, nochmal, läuft bei uns. Man kann bis zu 250.000 gewinnen. Das ist schon heftig. Zweimal Melone, das ist wieder ein Perry, komm. Drei Versuche musst du mir noch geben. Ja, drei okay. Versuche. Also jetzt nicht, dass wir spielsüchtig werden oder so, aber ich meine, schaut euch das mal an. Das ist ja, ne? Das heißt also, ich glaube, sobald die einen töten, der ziemlich viel Gold dabei hat, dann werden wir immer hier hinfahren und erstmal mal eine Runde spielen. Das ist jetzt Slot Machine, das ist eins von zwei, in Klammern Glücksspiel-Extras. Es gibt noch eine Lotterie, wo man noch mehr einfach gewinnen kann. So, was haben wir? Kirsche, Melone und ein Dings. Aber wieder nichts. Das ist immer richtig schwer zu gewinnen. Wie hoch sind denn hier die Chancen? Ich weiß nicht. Ich habe einmal 2000 gewonnen. Bei einem 5000er Einsatz. ja, das ist echt. Guck dir mal die Einsätze an. Unten, es gibt 9 Einsätze, wo du gerade mal 5000 rausbekommst. Zweimal Melone ist wieder. Nee, komm, wir haben 25.000 verloren. Leute, lohnt sich nicht. Wie Kisten aufmachen, lohnt sich das hier nicht. Was ist das hier? Ist das auch eine Slot-Maschine? Hier ist einfach nur ein Sodakasten. Okay. Ich glaube, die Slot-Maschine gibt es nur hier in Lippestock. Aber was sie gesehen haben, man kann sich zum Beispiel. Boah, man kann. Was konnte man sich bauen? Air Control Tower kann man sich bauen. Ja. Ich frage mich, ob man sich so einen Flughafenplatz bauen kann. Also so eine Flugbahn. Das wäre geil. Das würde dann in unsere Base kommen. Machst du das Auto auf? Das ist offen. Willst du eben Skin change? Also ja, mach ich. Okay. Komischerweise steht da noch ein Vehicle locked, obwohl ich einsteigen kann. Musst du deinen Rucksack aber für den SUV packen? Drop back to change gloves. Ja, machen wir. Ja. Mhm. Sehen wir mal, wie böse Rebellen, glaube ich, aus, wa? Ja. Ach, das ist dieser T2, T3 Skin Origins. Ja, wir müssen ja oldschool bleiben, ne? Origins Map, dann nehmen wir auch Origins Skin. Ja. Ist, also, wie gesagt, es müsste Oripoch sein, das heißt, es müsste auch Taviana geben hier. Da genau, Sektor B meine ich, also nicht Taviana, Sektor B. Und da ist eine Mission, Medium, Disabled Offroad. Lass uns mal dahin, oh, Disabled Offroad Dishcam. Dann fahre ich aber direkt hier rechts auf den Berg, dann nähern wir uns den Berg ja, aus. Ja, genau.
Also da steht sogar, wie stark die Mission ist mit Medium. Medium ist, denke ich mal, Mittel. Wie schwer Mittel ist, werden wir gleich sehen. Ist ja von Server zu Server auch unterschiedlich. Gucken wir uns jetzt mal an. Easy ist wirklich easy. Easy ist, denke ich mal, ohne Gegner. Wahrscheinlich. Doch, mit. Aber die machen nicht viel. Okay. Sind auch nicht viele. Und wir haben schon die ersten Erzfeinde hier gefunden. Also, erster Feindkontakt. Ibu, wie hieß der andere? West und noch was? Der West war Malboro, ja ganz nett. Der Malboro, der war ja nett. Aber die anderen beiden, die haben hier sich nicht so doll benommen. Aber den werden wir noch mit dem einen oder anderen Headshot mal zeigen, wo es hier lang geht. Wer hier der Boss ist. Man muss ja, wenn man neu auf dem Server ist. Wenn man neu auf dem Server ist, muss man erstmal zeigen, wer hier der Saalen hat. Wir haben den jetzt erstmal gezeigt, wo der Saalen ist. Die haben uns sogar verraten, dass die ein SUV haben. Vielleicht ist das ja ein SUV mit einer Gun. Man weiß es nicht. Jo Leute, da ist das Video auch schon zu Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Samstagabend kommt wieder ein DayZ-Stream. Heute Abend kommt ein CSGO-Stream und so weiter und so fort. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.